Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Aufnahme von Let's Play Assassin's Creed Brotherhood mit mir, dem Rockley. Wir sind hier immer noch im Renaissance-Zeitalter von Rom und haben Leonardo da Vinci getroffen. Das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Wir haben unsere Doppelklingen bestellt und können deshalb schön weiter, wie gehabt, in der Welt von Assassin's Creed mit zwei Klingen um uns schlagen. Was mich jetzt aber so ein bisschen interessiert, und wenn wir schon mal hier dran stehen, ist... Achso, das sind nur die Dinger. Achso, okay. Ich dachte, das wären jetzt irgendwie welche Eingänge oder so. So, Assassinen. Gucken wir uns die mal an. Hier wurden einige befördert. Hier kriegst du eine bessere Bewaffnung. Die verändern sich auch tatsächlich. Du kriegst auch erstmal eine bessere Bewaffnung. Du beginnst mal mit der Rüstung. Da sieht man schon die Veränderung eher bei den Rüstungen. So, Missionen. Okay, keine Missionen gerade am Laufen. Dann sorgen wir dafür, dass ein paar am Laufen sein werden. Okay, dafür sind wir immer noch zu schwach. So, hierfür schicken wir die Kleinen. Wien. Verträge stellen. Das sieht sich doch an. Für einen Auftrag gehobener Klasse. Ah, jetzt wird es interessanter. Und noch einen können wir losschicken. Ich denke mal, hierfür reicht es wiederum nicht mehr. Rom. Hier können wir aber die zwei dann losschicken. Dann sind unsere Assassinen auch schon mal versorgt und werden schön ausgebildet. Mal gar nicht so doof bzw. unrealistisch ist, dass wir die Assassinen jetzt losgeschickt haben. Und dementsprechend halt jetzt keine Assassinen mehr übrig haben, die wir für irgendetwas einsetzen können. Oben links sehen wir zum Beispiel dann halt direkt, dass das Symbol hier verschwunden ist. Zack, und du bist weg. Wir haben nur ein kleines Stilett, oder? Ja, Tatsache. Klein, scharf nicht wirklich, ist eher ein Stichdolch, wenn ich mich richtig erinnere, beziehungsweise, nee, scharf ist das nicht. Eine Bank. Das trifft sich ganz gut. Dann gucken wir mal kurz, ob wir Geld abheben können. Können wir Geld abheben? Und? Ja. Wir können uns so mehr oder weniger langsam die Armbrust leisten. Da hier direkt ein Schmied ist, gucken wir mal. Weil ich sag mal, die Armbrust ist cool, ich will die haben. Was fehlt uns denn da noch? Nee, gar nichts, wir können sie kaufen. Wir haben die Armbrust. Okay, lautlos und aus der Distanz. Die Armbrust finde ich so cool. Vor allem, man hat die ja schon in Assassin's Creed 1 erwartet. Runter mit dir. Da, im Trailer. Ich weiß nicht, ob das damals der E3-Trailer war. Jedenfalls im Trailer von Assassin's Creed 1 hat man ja Alter Ehr mit der Armbrust gesehen. Beziehungsweise man hat ihn nicht nur gesehen mit Armbrust, er hat die Armbrust auch benutzt. Deswegen, man hat auch lange drüber nachgedacht und lange versucht, irgendwie eine Armbrust zu bekommen. Hat spekuliert, ob es die Armbrust jetzt gibt in Assassin's Creed 1 oder nicht. Demnach würde ich mal einfach sagen, es gibt sie erst seit Brotherhood. Aber nun ja, ne? Es hat Assassin's Creed 1 nicht schlechter gemacht. Es war überhaupt nicht schlecht. Assassin's Creed 1 war spitze. Und 2 war dann auch nochmal super spitze. Viele mögen ja Brotherhood und Revelation. Okay, sie mögen Brotherhood und Revelation schon. Nur finden das halt, mehr oder weniger nicht als Assassin's Creed Teil, aber es ist Ezio. Und dennoch, keine Ahnung, viele sehen das als Spin-Off. Okay, es ist ein Spin-Off. Oh mein Gott.
ein Spin-off, aber kein schlechtes und beziehungsweise eine Art Spin-off. Man kann, es hat genug eigene und fortsetzendere Story, als dass man sagen könnte, es wäre ein Spin-off. Punkt. Meiner Meinung nach kann man das nämlich so nicht sagen. Ja, toll, das Pferd ist da oben, wir sind hier unten. Ich hoffe nur, dass wir hier, wir bekommen wir direkt ein neues Pferd. Pimp my horse, einmal pfeifen und es kommt. Aber wo ist denn die Mission? Okay, ja, wir haben eine Meteranzahl. Ja, wir haben nicht immer eine Meter. Ich hab gerade... Ich weiß ja nicht, man hat ja über Bilder gesprochen. Kann man damit irgendwas machen? Hab ich mich dann halt vertan? Wer weiß, ich hätte es mir gut vorstellen können. Oh, hier kann man klettern. Tut mir leid, Leute, hier wird geklettert. Hier ist auch was mit Leonardo. Das machen wir auch direkt mal, würde ich sagen. Ah, hier können wir das hier renovieren, genau. Man kann hier nämlich auch, wie soll ich das jetzt nennen? Gewisse öffentliche Einrichtungen erwerben und diese quasi dementsprechend auch mal renovieren. Und wie kommen wir jetzt hier hoch? Kommen wir da überhaupt schon hoch? Ich würde jetzt erstmal grob sagen, auf die Mauer. Und wie kommen wir auf die Mauer? Nee. Denn unser Aussichtspunkt ist da oben. Aber ich hab nur keine. Oder? Nee. Doch, das ist das. Aber wie kommt man da jetzt hoch? Von hier aus würde ich sagen, ist nicht möglich. Egal. Beginnen wir die Leonardo da Vinci Quest. Wo ist denn der? Ah, hier. Interagieren. Oder ist das einfach nur hier jetzt zum neuen Sachen kaufen? Ein neues Modell? Mal wieder? Ja. Okay, so sah es dann aus. Ich denke mal, wir holen uns als nächstes einfach mal den Kletterhandschuh. Ich warte noch ein paar Stunden in der Nähe, falls du es dir anders überlegst. Er wartet noch ein paar Stunden in der Nähe. Hat er uns gerade bestohlen, der Pisser? Egal. Wir haben eh kaum Geld. Also viel kann er nicht gestohlen haben. So sieht das schon mal aus. Ist das nicht der? Okay, wir haben ihn trotzdem. Vom Henker hast du getrunken. Und jetzt? Ich denke mal, jetzt müssen wir ihn K.O. schlagen. Dürften wir unser Geld wieder haben? Danke. 500 hat er uns geklaut. Das Arschloch. Kriegspläne. Den Templeraufsehern eliminieren und die Karte finden, die die Position von einer von Leonardos Kriegsmaschinen zeigt. Die Söldner in einen Kampf schicken. Okay, wir müssen die Söldner mitbenutzen. Warum haben die wieder HP-Verlust? Ah, Moment, muss mich neu hinsetzen. Wo sind denn hier Söldner? Okay. Werben wir die an für 150? Weil wir wollen ja schon die Synchronisation komplett haben, ne? Verräter von Terni. Er hat uns an Sforza verkauft. Fast ihn! Ist Sforza nicht hier Katharina und so? Ah, ich weiß es nicht. Ah, jetzt gehören wir jetzt auch zum Kampfgeschehen. Ey, gehört der Typ nicht aus von der Schweizer Garde? Tatsache. Plündern wir mal. Was hat der Typ von der Schweizer Garde denn zu bieten? So, das war jetzt eine Sache. Wir haben jetzt die, so eine Karte bekommen. Also, Leonardo hat ja gesagt, dass er, ja, Kriegsmaschinerie bauen musste für die Borgia.
Und dazu müssen wir jetzt quasi erstmal Karten finden, die wir den Leuten so abnehmen. Ganz freundlich, mit netten Fragen. Und ja, wenn wir die abgenommen haben, können wir halt zu diesem Schauplatz hin. So einfach ist das. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das jetzt eins dieser Kriegsmaschinerie-Missionen ist, ob eine dieser Missionen überhaupt mindestens einmal Pflicht sein wird. Oder... Oh, ihr wisst schon. Maschinengewehr, Kuli Albani. Ist das ein Name oder eine Stadt? Vielleicht beides. Überlegene Feuerkraft. Leonardos Entwürfe haben eine Maschine hervorgebracht, die 100 Männer in wenigen Sekunden töten kann. Sie darf nicht in den Händen der Borgia verbleiben. Volle Synchronisation erreichen wir, wenn wir vor der Zerstörung der Baupläne niemanden töten. Also sneaky. Passt gut auf die Waffe auf. Wir müssen sie in Sicherheit bringen, sollte irgendetwas geschehen. Eine Entdeckung für die Desynchronisation. Also wir müssen so oder so unentdeckt bleiben. Ja, wir werden gesehen. So oder so unentdeckt bleiben. Das habe ich bereits gesagt. Um halt Mission zu überstehen. Okay, da kommt eine Wache. Das ist gerade ein bisschen blöd. Natürlich könnten wir sie ausschalten. Aber wenn wir halt hier alles so tadellos hinbekommen wollen, dann geht das so leider jetzt nicht. Da müssen wir halt wirklich unbemerkt, ohne jemanden zu töten, an all den Leuten vorbei. Sollte machbar sein. Ich tue mein Bestes jedenfalls. Ich weiß gar nicht mehr, können wir eigentlich immer noch einen auf Mensch machen? Nein, können wir nicht. Ich bin gespannt. Das sieht nicht so toll aus. Das sieht überhaupt nicht toll aus. Nein, bitte nicht. Ihr da. Kenne ich euch? Unsere letzte Chance. Bitte gelten wir als verschwunden. Bitte. Also wir sind definitiv einmal zu weit gesprungen. Probieren wir es einfach nochmal. Aber diesmal ein bisschen anders. Hat er uns... Warum hat er uns so schnell quasi gesehen? Nennt das knapp, knapper am knappesten. Jetzt guck nicht hier rein. Ich habe zwei Ideen, wie man das jetzt machen könnte. Einmal, wir schleichen uns an den zwei Trotteln vorbei. Oder wir machen es so. Ah, das scheint nur begrenzt zu funktionieren. Nein, ihr wollt nicht mit mir sprechen. Das wollt ihr definitiv nicht. Wir haben es rüber geschafft. Das ist schon mal sehr gut. Fehlt aber noch ein bisschen. Jetzt könnte ich das gut gebrauchen, wo das hier länger angezeigt werden sollte, durch die Wand auch. Okay. Ich bin hinter den Wachen. Da
ist schon mal gut. Aber es geht besser. Es geht definitiv besser. Ich denke, der Kletterhandschuh wäre jetzt sehr, sehr hilfreich. Aber es geht auch so. Scheiße, scheiße. Wache, wache. Was mache ich? Wo springe ich? Was zeigt mir das an? Okay, runter, 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 runter. So, Baupläne sind zerstört. Das ist aber nur die halbe Miete. Jetzt müssen wir den Rest machen, aber ich bin guter Dinge. Ich denke, wir haben es geschafft. Ohne entdeckt zu werden, ohne jemanden zu töten. Interagieren. Oh, das gehört hier mit in Sicherheit kommen. Und? Hat doch funktioniert! Da will aber eins noch abhauen. Die fliehende Maschinengewehrkutsche. Oh, schießen tut die ganz gut. Nur können die mit der nicht umgehen. Das ist doch kein Maschinengewehr, das ist eine Flakkanone. Komm her, Flak. Damit könnten wir jetzt wunderbar das Fliegermodell hier von Leonardo runterschießen. Wenn wir damit gerade unterwegs wären. Was wir natürlich nicht sind. Dementsprechend haben wir gerade Glück, dass die... Oh Gott, wir wurden getroffen. Oh Gott. Ja, eigentlich müsste das von der... jetzt Durchschlagskraft, die ich so wahrnehme, jetzt so eigentlich mit einem Schuss schon egal wohin in den Fetzen reißen können. Und? Der Gnadenschuss. Ah, jetzt dürfen wir auch noch mit Kutsche ab. Ah, jetzt geht das Spiel schon wieder los. Wir erinnern uns, das ist Assassin's Creed 2. Da durften wir auch einmal vom Berg mit der Kutsche runter. So, wir müssen nur... Wow. Also, wir müssen die schon rammen. Aber die vibrieren jetzt auch so merkwürdig. Egal. Wenn der Rest des Bildes so flüssig bleibt, ist es mir echt egal. Reitet ihr mal weiter, wir wollen auch mal schießen. Boah, so einfach ist es wohl wirklich nicht. Aber wir treffen wenigstens. Double Kill. Wie kommt ihr da drauf? Sicher lustig, wenn Leonardo da Vinci das Gerät wirklich mal so frühzeitig erfunden hätte. Hätte viele Schlachten anders ausgehen lassen, sicherlich. Aber dass wir immer nur die Leute runterschießen. Wow. Man hat uns leicht die Kutsche mit weggeschossen, aber wir haben es, glaube ich, eh gerade geschafft. Ich weiß jedenfalls nicht, wie die jetzt so schnell hier hinkommen sollten. Aber manchmal trügt der Blick. Wir sind ja hier wie Heuschrecken. Ich kann mich nicht nach... Ja, seht ihr? Auf der Straße bleiben. Und Feuer! Feuer! Wer will noch? Getroffen, du hast. Wir vibrieren aber wirklich merkwürdig.
kommen etwa noch mehr. Ja, wunderbar. Double Kill, Double Kill. Okay, das war kein Double Kill. Aber eine Kill-Serie, das reicht uns schon mal. Wann sind wir endlich da? Und wie reiten die Pferde? Wohin reiten die Pferde? Wer reitet überhaupt? Checkpoints. So, jetzt dürfen wir viele Sachen in die Luft, ja? Stopp. Ist die Explosion die Leute von da oben? Ja, das frage ich mich auch langsam. Es sind ja wirklich unendlich viele. Jetzt kommen die auch noch von hier und von da kommen die. Wie viele von diesen Dingern gibt es denn? Das fragen wir uns alle, Ezio. Die können mir jetzt nicht sagen, dass sie mich damit treffen. Wahre Worte, denn wir haben ein Maschinengewehr. Und was das bedeutet hat, wissen wir leider nicht. Also, wenn jemand zufälligerweise Italienisch kann oder weiß, was der gerade gesagt hat, kann es mir ja jemand übersetzen. Vielen Dank. Jetzt ist noch die Frage, passiert noch was? Außer ein Ladebildschirm. Außer ein Ladebildschirm. Nö.